So, Kakao-Süßkram kommt da oben wieder rein. Und wir werden ja eh nicht alle brauchen. Boah, so viele Cookies. Alter, ich mache immer eine Cookie-Party. Dann lade ich Leute hier ein in die Welt und dann schmeißen wir mit Keksen um uns. Huch. In die Kekse backe ich noch Pfeilspitzen ein. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jetzt mache ich noch was anderes. Weil wir so viele Kekse haben, gönne ich mir noch mal was Kleines. Dazu... Huch, hallo? Escape-Taste da. Dazu hole ich mir hier nochmal, nee, da hole ich mir nochmal einen Bogen raus, dann sind die wenigstens zu was Nütze. Komm, hier sind angegrabbelten Bogen. Und was brauche ich noch? Dann brauche ich noch ein wenig Rotstein. Boah, lange her. Ich glaube, einer reicht. Komm, ich mache mal spaßeshalber zwei, weil ich heute so in Verschwenderlaune bin. Drei? Aber da brauche ich auch drei Bögen. Ich bin natürlich auch ein Vollpfosten. Na egal, komm. Huch, war das so rum? Ne, wie rum war denn das? Hä? Oder kann ich keinen kaputten Bogen nehmen? Das war doch richtig. Hä? Moment, ich probiere mal gerade einen heilen Bogen zu nehmen. Das ist natürlich blöd jetzt. Ich dachte, ich kann da jetzt einfach mal meine alte Scheiße verwursten, aber leider... Ih, Scheiße verwursten ist auch ekelhaft. So, probieren wir es nochmal aus. Also nochmal. 3. So, und dann machen wir mal hier 1, 2, 3. Willst du mich verarschen? Ich bin doch nicht doof. Ich bin doch nicht doof. Das muss doch gehen. Habe ich irgendwas übersehen oder habe ich einfach das Rezept vergessen? Ihr wisst ja, was ich bauen will, ne? So einen lustigen Dispenser. Aber das muss doch Das war doch einfach nur so mit Stein... Ach, das ist kein Cobblestone, ich Idiot, Alter. Da baue ich hier die ganze Zeit mit dem teuren Stein. Das ist aber auch... das verwechselt man ja sehr leicht beim Texturenpack. Na, ist auch egal, dann nehme ich halt jetzt den teuren, die teuren Bögen. So, dann mache ich mir einfach mal spaßeshalber ein paar Dispenser. Hallo Spencer! Und damit laufe ich mal eben ganz kurz zur Bauernhütte. So. Ah, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Das machen wir weg. Dann machen wir das da weg. Kommt alles weg, alles weg. Und dich da machen wir leider auch weg, oder? Doch, dich machen wir auch weg. Machen wir dir mal eine Dunstabzugshaube. So, da heulen schon wieder Hunde. Aber ganz ehrlich, da bin ich jetzt unerbittlich, weil die sind selber schuld. Wenn die dauernd immer spawnen, dann kann ich da auch nichts für. So, das sieht jetzt natürlich ein bisschen blöd aus. Was ich erstmal mache, la. So, machen wir hier unser Krümelmonster sozusagen, unseren Keksspender. Was fehlt mir noch? Ach ja, vielleicht ein Knöpfchen. So, Knöpfchen machen wir auch. Wir brauchen ja eh noch eins für die Monsterfalle. Machen wir aber später, wenn wir da sind. Der Einfachheit halber bringe ich das mal einfach hier an. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das müsste doch eigentlich klappen. Da ist der Tisch. Ah, knapp daneben. Auf die Bank. Okay, nochmal. Na. Na, Moment. Auf den Tisch kriege ich bestimmt auch noch hin. Ich müsste da Schnitzel reinmachen eigentlich. Die spuckende Mutti. Boah, Alter, die Mutti trifft einfach den Tisch nicht. Ich glaube, die ist schon ein bisschen labil, die gute Dame. So, ich sammle die Kekse natürlich alle wieder auf. Auf jeden Fall, man sieht schon... Wäre natürlich schön, ich glaube, da oben muss man mal Schnitzel reinmachen, aber die Kekse, wir haben jetzt so viele davon, hat sie natürlich angeboten, das da reinzumachen. So, alles wieder aufgefüllt, super. Und schon haben wir einen lustigen Dispenser und ich hätte eigentlich Lust, noch einen zu basteln. Hab da noch so eine Idee, was ich da gerne hinbauen würde, aber naja, das mache ich später. Was ich jetzt noch brauche, ist ein bisschen
Ach, Eichenholz, cool. Das ist natürlich nett. Wie super. So, huch. So, 36, das müsste reichen. Dann mache ich jetzt nämlich mal Folgendes. Boah, nach so langer Zeit kommen die Dinger jetzt weg. Das ist ja kaum zu glauben. Und werden ersetzt durch modernes, rustikales Eichendesign. Nee, ist ja keine Eiche, ist ja Birke. So, Birkenholzdesign. Sehr schön, sehr schön. Ja. Sieht natürlich schmuckig aus. Theoretisch kann man das auch nochmal da drüben machen. Dann müssten wir aber da wiederum wieder so einen Klotz machen. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich muss mal kurz was anderes ausprobieren. Wir haben hier Stone, Stone. Hä? Stone, Stone? Pass auf, mache ich mal einmal so ein Ding. Und dann setze ich mal gucken, wie das jetzt aussieht. Dann haben wir mehr so eine Halterung, weißt du? Ist jetzt nicht perfekt. Aber sieht auch nicht gut aus. Nee, eigentlich müsste das da auch... Oder aus Holz wäre das aber, glaube ich, dann nicht sinnvoll. Und wenn ich dann noch einen weitermachen würde, würde es asymmetrisch aussehen. Ich lasse das mal einfach so. Das reicht ja, meine Güte. Man kann es ja auch übertreiben. Du alter Spargel-Tarzan. Damit meine ich mich. So, Pumpkin, Rottenflash ist auch immer schön. Zucker haben wir hier noch. Mushrooms. Ich würde auch gerne die Sachen in der Küche behalten, aber ich muss, glaube ich, die Kiste werde ich um einen verkleinern, damit da hinten noch ein Utensil gebaut werden kann. Und mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt... Okay. Hätte ja klappen können, machen wir die Pumpkins hier rein. Die kommen später sowieso ins Lagerhaus. Die brauchen wir hier nicht zwingend. Die eine Kiste können wir fürs Lagerhaus auch noch gebrauchen. Dann haben wir jetzt zumindest hier eine kleine Kiste, die sich besser da in der Ecke machen würde. Haben wir noch einen Wassereimer? Nee. Hätte ich mal auffüllen können. Wir müssen auch mal Tränke machen langsam, ne? So, jetzt mache ich mal Folgendes. Der kommt da hin. Unten mache ich dann... Das müsste ja gehen, wenn ich jetzt da unten so einen Cobblestone noch hinmache. So, das sieht jetzt natürlich scheiße aus. Aber wenn ich wieder das Minecraft-Texturenpack nutze, ne? Da ist ja ein Bild dabei, das sieht aus wie ein Kühlschrank. Weißt du, worauf ich hinaus will? Das wäre doch eigentlich ziemlich geil, wenn man hier dann einfach so plöppt, drücken wir drauf, kriegen dann mit dem Kühlschrank. Da kann ich am besten hier noch, mache ich dann so einen Stepstone. Ich weiß gar nicht, ob der... Ne, da funktioniert, glaube ich, oder funktioniert der in der Höhe? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal, ach Quatsch, muss ich mal ganz kurz ausprobieren. Wenn wir schon mal da sind, zack, zack. Ach nee, das geht ja nur mit Stone, warte. So, eine Pressure Plate. Ich mach die jetzt erst, hätte ich natürlich auch aus Holz machen können, jetzt ist aber eh zu spät. Nee, geht dann nicht, ich glaube nicht, dass der dann was ausspuckt. Ich pack mal spaßeshalber Brot rein. Nee. Nein, ich Idiot. Naja, schade. Auf jeden Fall, da muss ich mal gucken. Entweder ich mache das dann mit Redstone. Wird hier natürlich ein bisschen schwierig. Könnte aber gehen. Könnte gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da müsste ich da hinten mal rumgraben. Bin mir nicht sicher. So firm bin ich mit Redstone nicht. Da muss ich nochmal gucken, ob das funktioniert. Auf jeden Fall basteln wir uns dann einen schönen Kühlschrank hin. Mit Trittbedienung, wo wir dann einfach hingehen. Und dann lassen wir uns anscheißen vom Kühlschrank. Irgendwas ins Gesicht spucken. Das sind halt die Lebensmittel, die sind schon ein bisschen oll. Die kommen selber schon rausgesprungen. So, dann haben wir noch einen Dispenser. Den wollte ich eigentlich dazu nutzen, um mal diese lustigen, die Stolperfallen mal auszuprobieren. Das Problem ist nur, dass wir selber da auch durchstolpern und dann weiß sie nicht genau, was sie damit machen soll. Weil die Stolperfalle muss man immer wieder, glaube ich, neu aufsetzen, oder? Das wird dann zerstört, wenn man durchläuft. Aber, ja, das mache ich. Ich glaube, das spare ich mir für nächstes Mal. Weil ich weiß noch nicht genau, das Problem ist, ich weiß nicht, was ich damit anfangen will mit der Stolperfalle. Das weiß ich noch nicht. Muss ich später mal gucken. So, jetzt haben wir drei Treppen, habe ich für die Verwendung. Hier ist unsere kleine Bibliothek. Die kleine Hobbybibliothek. Was machen denn die Netherwarzen? Oh! Eine Netherwarzenfarm.
Denn wir brauchen ja so viele Netherwarzen. Pass mal auf, ich mach mal hier ganz kurz alles beiseite. Und guck mal ganz kurz, wie viel wir rauskriegen. Netherwarzen braucht man momentan eh nur für Tränke, ne? Da haben wir jetzt gar nicht so, 46 ist nicht so wirklich viel. Ist natürlich mehr, als wir gepflanzt haben, aber... So, 30 haben wir als Gewinn da rausgezogen. Wir können uns auch eine Netherwarzenfarm machen, da hinten natürlich. Bei unserer kleinen Dingens-Erntemaschine und so weiter können wir auch noch eine Nethermaschine, eine Netherwarzen-Dingens-Ernte einfahren. Brauchen wir nur ein bisschen Seelensand, den müssten wir uns dann aus dem Nether besorgen. Was ja bald auch wieder geht. Ich würde gerne noch Level 30 wieder abwarten. Dazu müssen wir natürlich erstmal wieder ein bisschen Action machen. Oder Diamanten sammeln. Oder, oder, oder. Wir finden da schon noch was. Ein Ei, zwei Schnüre. Was liegt denn hier rum? Sugarcanes ohne Ende. Die könnte ich mal abernten gerade. Wir erinnern uns, wir werden noch eine Menge Bücher brauchen. Was ich nie machen werde, ist übrigens eine Erntemaschine, oder was ich wahrscheinlich voraussichtlich nie machen werde, ist eine Erntemaschine für Kürbisse und Melonen. Weil, ganz ehrlich, das ist mir zu blöd. Da bräuchte man nämlich dann wirklich Sticky Pistons. Und davon halt nicht wenige. Und vor allen Dingen müsste man dann gucken, doch, das würde gehen. Wir müssten gucken, dass das Huch. Moment, ich ernte erstmal ab, dann rede ich. Kann ich beides parallel machen, weil das so laut ist gerade. Wir müssten dann auf jeden Fall noch gucken, dass wir auch alle Melonenstücke mit abspülen zum Beispiel. Wenn wir sowas machen würden, jemals, sollten wir es tun, was ich ja nicht will eigentlich. Möglich ist es natürlich, aber die Frage ist natürlich nur, wie wir das gestalten würden. Und ob das Sinn macht, weiß ich auch nicht. Ich könnte jetzt hier wieder ein bisschen mit durch die Felder gehen. Momentan brauchen wir es aber nicht. Wir haben so viel geerntet gerade da hinten auch. Unser Lagerhaus wird eh bald überfüllt sein. Wir rüsten uns da für einen Krieg, habe ich das Gefühl. Habe ich ja von WoW das Let's Test gemacht. Da habe ich auf meinen Mulen-Accounts, Mulen ist ja diese Verkaufs-Accounts und sowas, habe ich ja natürlich auch noch Charaktere. Und da sieht es wirklich aus, als würde ich mich für einen Krieg rüsten. So viel Kram, wie ich da rumfliegen habe. Alles eigentlich. So, darauf einen Keks holen wir uns ja momentan sowieso nicht. Die Chest. Okay, pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir bringen mal ein bisschen Paper. Weiß nicht, wo das hinkommt. Cauldron können wir zu den Utensilien machen. Knochen kriegen wir da auch noch irgendwie unter. Netherwarzen. Ja, wozu gehören denn Netherwarzen? Eigentlich zu Trankingredienzen, ne? Federn kriegen wir auch noch irgendwie unter. Wir müssen die Kiste hier bald mal wegkriegen. So. Fantastisch. Die Erntemaschine ist fertig. Was wir noch weitermachen müssen, ist natürlich die Arena. Arena. Und da brauchen wir noch ein bisschen Sandstein gleich. Ach ja, Mensch. Knochen. Die Knochen kommen mal dahin, dann Bone Meal. Ach, Bone Meal gehört dazu Knochen. Eigentlich. Ironische Türen haben wir hier auch gehabt. Naja, hätten wir brauchen können, egal. So, ne. Gunpowder, hier Schnüre. Da packen wir die Schnüre noch. Dann haben wir die 64 voll. Hier haben wir noch 4 Papiere. Tun wir zu den Büchern. 2 Sugarcanes. Was sollen die denn hier? Also ganz ehrlich mal, manchmal frage ich mich auch. So, Cauldrons packe ich da mal hin. Und das eine einsame Ei. So. Die Dinger können ja eigentlich hier so hin. Weiß ich gar nicht. Und das Holz kommt dahin. Dann sieht man auch sehr schön, welches Dingens welches Holz gibt. Was brauchen wir noch bei der Arena? Wir brauchen noch Oak Wood. Was mache ich jetzt damit? Mit dem Dispenser? Da müsste eigentlich, pack ich mal hier bei den Tools erstmal mit rein. Wurde eigentlich gar nicht mit reingehört, aber naja, egal. Die Kiste setze ich unten hin. Immer diese Feinheit, die man hier so macht. Hätten wir eigentlich auch gleich noch weitere Kisten machen können, damit die da oben voll sind. Egal, wir haben hier eh noch nichts drin.
Muss ich wohl mal irgendwann eine Benny Hill-Folge wieder machen, wo wir hier einfach Kisten einsortieren. So, Redstone kommt da oben rein. Da werden wir in Zukunft auch mal ein bisschen mehr abbauen als bisher. Stone nehmen wir auch mal mit, vorsichtshalber. Rote Wolle hätte ich gerne noch. Haben wir nur 17? Haben wir noch Färbemittel irgendwo Rotes? Habe ich überhaupt irgendwo Färbemittel? Ach ja, Färbemittel. Rose Red, super. Dann brauche ich dazu noch irgendeine andere Wolle. Wahrscheinlich weiße. Boah, das wird nicht reichen mit dem Rosenrot, fürchte ich. Ich glaube, da müssen wir uns noch welches machen. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Blumen wir unten haben. 20 ist ja auch nicht unbedingt der Mist. Dann nehme ich Bone Meal mit. Dann nehme ich 54 Bones mit. Mach daraus direkt mal Meal. Zack. Okay, und dann mache ich noch Folgendes. Beim Bauen muss ich immer so ein bisschen überlegen. Zack. Was genau wir brauchen, wie wir es machen. So 48. Zack, dann haben wir da noch ein paar. 48, die werden wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Wir probieren es einfach mal gerade mal. Ich muss ja nochmal zurück zur Monsterfalle. Lal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 
Hier müssen wir noch alles durch Stone Bricks ersetzen. Hier durch, oder Brickstone. Ach, leck mich doch hier, diese komischen Ziegeldinger. Das wird noch ein bisschen dauern, fürchte ich. Und, da können wir momentan noch nichts machen, weil, weiß ich nicht. Da müssten wir eigentlich auch überall Stone Bricks reinmachen. Cobblestone, okay, da müssen wir noch ein bisschen craften ohne Ende.